So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Gerade dem Banditen irgendwie entkommen. Puh, 1000 Laden. Heftig. Aber eigentlich wollten wir zur Mine. Heißt jetzt, die Mine ansteuern. Die Banditen sind halt echt freaky, ey. So, hier ist wieder der Sägehof. Oder wenn wir es schaffen, sogar zu beiden Minen. Allerdings glaube ich nicht, dass ich die andere wiederfinde, die alte. Hier war das Death End, da muss ich der Straße nur in die andere Richtung folgen. Und dann hoffen wir, dass mal irgendwann unsere Gedärme trocken werden. Weil dann können wir endlich unseren Bogen frimmeln. Noch Pfeile haben wir. Dann können wir etwas leiser vorgehen. Dann kriegen wir solche Camps wohl auch eher ausgehoben als mit einem sehr lauten Revolver. Mal eben schnell gucken, dass hier das war, was ich suche. Wirkt aber nicht so. Nee. Okay. Ich suche ja noch die Wasserlagerbehälter und so. Und damit wir heute zu Hause weiter umbauen können oder vernünftig bauen können, brauchen wir definitiv Einzelteile. Die Einzelteile zu kommen, das geht halt mit der Axt elends mühsam. Da gibt es bessere Möglichkeiten. Und dazu brauchen wir halt den Hammer wohl. Wie mir so gesagt und kann ich mir gut vorstellen. Sieht aus wie so eine richtige Abrissbirne, der Hammer. Kommen wir mal hier lang. Und hier. Ein Gatter. Und ein Rathaus. Interessant. Mit. Oh, schön. Die funktionieren, glaube ich, nicht, ne? Egal. Wir klauen alles, was wir kriegen können. Vielleicht, ja, genau, das ist das. Das hatten wir mal gefunden. Wunderbar, dann rücken wir mal mit der Karre ran. Und nehmen alles mit. Hey, haben wir es echt gefunden? Was? Nicht? Darf das nicht aufs Auto setzen? Also kannst du die gar nicht transportieren. Ja, doof. Ah, geht doch. Hehehe. Nur nicht auf die Koffer stapeln. Na gut. Ja, was? Jetzt nicht? Bleibt so doof. So bleiben wir drauf. Na, dann nehmen wir sie mit. Genau so was hier. Weil was wir kriegen, brauchen wir nicht noch bauen, ne? Wohl klar. Kommst auch mit. Da hat man damals sogar Sachen zurückgelassen. Sehr cool. Hunger und Durst ist nicht so, okay. Jetzt haben wir eine Tasche.
ein bisschen rüber. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Warum jetzt nicht? So. Ja, das war nichts. Ja, das ist doch was. Ach. Wunderbar, wunderbar. Sonst noch tolle Sachen hier. Steinchen. Sieht man bei überall. Ein zerlegbares Auto, das ist auch nicht so wichtig. Die Schubkarre kannst du nicht einstecken. Dann ab die Post. Machen wir mal Funsel an. Ein Stück vor. Bleibt alles drauf. Haha, um zu runternehmen. Okay. Oh la 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 la. Uiuiuiui. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir das zufällig noch finden, aber okay. Ja, was wir haben, das haben wir. Da unten ist Straße. Lass mal Motor laufen. Mal schnell hier reingeguckt. Da drauf ist nichts. Ein Check-up. Ein Blättchen. Nix. Na, da nischt. Okay, da nicht. Hops, hops. Okay. Eine Blaubeere. Immer ruhig alles mitnehmen, was man gerade in die Finger kriegt. Aussteigen. So. Naja, naja, immerhin. Und dann steigt auch die Chance, dass unsere Gedärme mal trocken sind und wir den Bogen frümmeln können. Wow. Hier sieht's auch ausgeräumt aus. Probleme beim Rückwärtsfahren. Irgendwas wieder falsch positioniert. Okay, geht. Nicht gut, aber es geht. Tap. Drehgebiet. Da ist wieder das Motel. Eng, eng. Die Pappkarton kann ich sowieso nicht umfahren, ne? Oder? Ah, geht. Halbwegs. Mal eben hier noch schauen, weil wir damals was übersehen haben. Es ist wieder dunkel, da kann wieder alles mögliche auf der Straße sein. Das war das Banditencamp. Hatten wir aber schon mal platt gemacht. Wir wohnen, glaube ich, hier, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ne, warte mal, das sind die Nachbarn. Wir wohnen da vorne. Genau. Gefällte Bäume und so. Wir sind richtig. Licht schon mal aus. Einsteigen, Karre ausschalten, dann aussteigen. So, dann haben wir schon mal Wasserbehälter. Und hier die Freaks, die können ja sowieso nichts kaputt machen. Das ist meine
Angst unberechtigt. Das heißt, wir können tatsächlich das meiste auch draußen hinstellen. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Ups. Na, wo ist er? Da. Aber vielleicht sollte ich mal ganz schnell eine Speicherung veranlassen. So, guck mal hier. Lampen. Moin, junge Frau. Zack. Kann man bestimmt gebrauchen. Ich meine, brauchen sie nicht mehr herstellen, ne? Wir haben sie. Leute. Glimmen auch ganz leicht. Muff und YOLO. Mal wieder ein bisschen mehr Unordnung machen. Weil da noch jemand reinkommt. Ja. Und raus damit. Das kommt hier rein, ist okay. Die Schnipsel kann man verbrennen. Das da rein. Das darüber. Essen. Zwei Federn, ein paar Blättchen. Hier so viel Nägel gebaut. Ah. Ich weiß es nicht mehr. Ist raw. Die Dinger sind immer noch raw. Das ist nicht geil. Ist das viel Holz? Als das da rumliegen zu haben. Auf jeden Fall. Naja, vier Bretter, die kommen auch noch irgendwo unter. Warum liegt die Schrotz hier am Boden? Oh. Ja, nicht ordentlich gemacht, Olli. Ja, so wie das da. Verstehe. So, so. Uhrzeit 20 Uhr. Beste wird sein, wir gehen ins Bett. Bobby. Von dir werden wir uns auch verabschieden. Ich denke, das machen wir auch direkt. Gucken, ob das funktioniert. Bis, Bobby. Können wir noch ein bisschen Zeit generieren und dann ja. Harvest und Harvest. Fünf Federn nur, naja. Zack. Er hat wieder hier den Fettomaten stopfen. Gucken wir hier drauf. Ah. Da glaube ich, nein, da auch nicht. Aber auch nicht. Da. Hier sind die vier Seile, wenn mal das Gedärmse getrocknet ist. Eieieiei, das braucht bestimmt 10 Ingame-Tage oder so. So, jetzt haben wir aber Ruhe vor Bobby. Sorry, war nötig. Ja, 6 Stunden. Irgendwas gehört. Oh. 5 Stunden.
Die sind immer noch da. 20 nach 4, hallo. Meine Aufstehzeit, geh doch mal. Jetzt Ruhe? Sehr schön. Oh. Der hat nichts. Der hat was, weil den habe ich ja umgelegt. So, wir speichern. Please wait of the saving. Ja, machen wir. Schmerztabletten. Elektrokomponenten. Die Wand gewählt, weil das ist eine Außenwand. Ich weiß nicht, ob die Sachen kaputt kloppen können. Habe ich jetzt trockenes Gedärms? Hallo, wie lange dauert der Shit denn? Die Felle trocknen ja. Ach, das Leder trocknet ja schneller. Dry. Dry. Okay. Sauber. Es gibt einen Bogen. Waffen. Bogen. 12 Stöckchen und 4 Seile. Vier Seile. Und kann das sein, dass ich die hier mal gelagert hatte? Den. 11. 12. Perfekt. Endlich ein Bogen. Haben den Bogen. Okay, das ist super. Dann können wir noch mal schnell ein paar Pfeile machen. Dann brauche ich wieder Stöckchen für, ne? Nehmen wir mal die so lange. Und da haben wir noch... Ja, ich glaube, ich kriege nur einen hin. Ist aber egal. Wir können jetzt Blödsinn machen. Super Sache. Wir können jetzt still und leise jagen. Das ist doch super. Equipment. Okay. Das ist sehr ungünstig. So, perfekt. Da ist das gute Stück. Sauber. Können ja mal... Uff, okay. So, nö, zielentechnisch ist so gut. Ein wenig daneben. Was geht? Okay, die kriegt man auch wunderbar wieder. At Arrows. Können wir wieder keinen, nicht wieder einen verlieren. Oh, cool. So. Tja. Jetzt auf jeden Fall noch Mine. Moment, habe ich denn alles dabei? Jo. Bist du? Keine Ahnung. Ich nehm's mit. So, hier müsste der Minenweg sein. Endlich ein Bogen. Dann können wir hier die ganzen Karren wegkloppen. Löpeln. Bauen wir ein bisschen aus und dann wird es Zeit, die anderen Geisel mal zu holen. Nee, das ist ja schon wieder falsch. Ich bin schon wieder an den schießwütigen Deppen da vorbei.
Jupp. Klappt. Tap. Das Militärlager. Aber das haben wir doch schon auseinandergenommen. Ja, ich weiß jetzt, wo mein Fehler liegt. Mhm. Falsche Seite vom Haus. Hier geht's lang. Ups. Ups, 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 ups. Darum. Ja. Gut, das war auch der falsche Weg. Egal. Wir können jetzt auch ein bisschen besser die Häuser ausnehmen und dann die komischen Vergammelten hier umlegen. Aber die Pfeile halt ne, zu 100 oder zu 90% zurückbekommen. Dann können wir nochmal ein paar Hühner jagen. Wenn wir noch ein paar mehr Federn kriegen, aber ansonsten läuft das ganz gut. Reinigen. Die andere Tanke. Sehr verwirrend. Die schießwütigen Hunde. Und da kommen wir durch. Mal gucken, ob wir einen anderen Weg darum kriegen. Obwohl es geht. Aber er ist nicht wirklich bequem. So, jetzt aber. Jetzt hat das total geändert. Eventuell könnten wir auch den Dicken damit auseinandernehmen. Weiß ich gar nicht. Weiß, dass es den damals gab, aber ob wir uns dem angenommen haben, das weiß ich gar nicht mehr. Wow, wow. So, hervorragend. Zack. Alles schick, alles toll. Taschenfunzel an. Vielleicht mal Stich ausrüsten. Die Mine ist noch beleuchtet. Boah. Ich weiß noch nicht, was das mit der Beleuchtung zu tun hat. Warum, wieso? Oh, ups. Machen wir den Quark hier mit. Vielleicht machen wir ja irgendwann Rohrbomben oder sowas. Okay. Den haben wir. Gibt's nicht mehr die Dubletten? Das war immer schön. Ding. Eisen und davon nicht gerade wenig. Unzelus. Das ist Eisen. Das war's, ne? Und hier kommt dann schon der Dicke. Und jetzt hier kommt schon der Dicke, okay. Dickerchen, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Ist dürftig, was man hier rausholt, ne? Mal so im Ernst hier. Sechs, das ist nicht mal, ne? Ein sauberer Barren. Ja gut, wenn ich an dem Dicken vorbeihusche, da war ja noch mehr, ne?
Wollen wir den mal versuchen? Ich meine, wir haben Pfeil und Bogen. Helfen. Wir versuchen den mal. Ah, da liegt noch was. Super, glaube ich. Ja. Liegt hier nichts mehr, ne? Gut, dann hier nochmal. Probieren wir den Johnny mal. Alter, brüll mir nicht ins Ohr. Und das interessiert den irgendwie herzlich wenig. Gesund bin ich? Oh ja. Boah, jetzt schmeißt er mir das Ding einfach voll vom Kopf, ey. Trotzdem gerne noch weiter ausprobieren. Muss doch hier so ein Eckchen haben. Da liegen Materialien. Haut der mir ein vom Brett. Achso, der kann genauso in die Kurven laufen wie ich, der Arsch. Warum? Okay. Nochmal ausprobieren. Okay, da muss man echt mehrfach klicken. Gut, gut. Equipment. Irgendein Trick für den Hoshi. Na hier dieses Wettrennen gewinnst du ja nicht. Und durch. Obwohl. Okay. Wir versuchen es mal. Ging daneben. Oh, da brauche ich aber verdammt viele Pfeile für. Der hat noch einen zweiten Lebensbalken darunter. Was ist das denn? Hallo? Ich mach keinen Scheiß. Ah, ich wollte eigentlich nur meine Pfeile machen. Nein. Wieder. Krieg ich die Pfeile wieder? Ernsthaft? Wie schwierig, ich greife auf seine Tasche, habe ich das richtig gesehen. Oh ja, direkt vors Gesicht.
Galla. Ich will meine Pfeile wieder haben. Ich greife auf seine Taschen zu. Das ist ja verrückt. Okay, jetzt muss ich den Ja gut, die meisten habe ich wieder. Eine nervige, aber Probe. Und tschüss. Dass ich immer in seinen Taschen rumwühle, ist scheiße. Da musst du richtig mit Muni ran. War ja auch nicht der Sinn unseres Besuchs hier. So. Ja, müssten wir vielleicht mal demnächst mit Brandpfeilen oder sowas versuchen. Wir haben ja einen anderen Plan. Tschüss. Wir sind hier, um Erze zu klöpeln. Kann nicht sein, dass ich den dafür jedes Mal umlegen muss. Ich weiß, wir müssen ziemlich weit dafür durch, aber irgendwo waren noch Erze. War beim ersten Besuch keine Pickaxe dabei. Cool geworden, auf jeden Fall. Da war nix. Ah, da gab es den Trick mit. Ne, nicht so. Genau, doppel leer. Dann nochmal danke für den Tipp.
Ah ja, fast ein paar Zwiebeln. Ah, hier ist ja auch überall Licht. Aber hier waren doch noch Erzklümpchen. Ja gut, hier so ein Ding. Nicht das, worauf ich es abgesehen habe. Sehr schlecht mit dem Licht. Okay, ist eine Treppe. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ja. Eps. Ja, Entwicklerräumchen halt noch. Bitte sei das, was ich will. Kappa, toll. Nicht das, was ich ersehnt hatte. Hier, das ist wieder ein Dueling One. Ah, das ist wenigstens ein bisschen Eisen. Sonst noch was? Naja, mein Rückweg gerade, ich fange jetzt nicht an, versuchen abzureißen. Das macht keinen Sinn. Ja. Die Berge sind auch noch nicht. Ja, doch, zum Teil. Ey, da ist ja noch einer. Eine Stamina. Stamina ist. Könnten wir ein bisschen was essen? Dann schrieben wir einen Schluck Wasser hinterher. So. Na, immerhin. Nichts mehr? Nö, geht nicht. Wo es das falsche Werkzeug ist, das haben wir ja auch festgestellt. Ne? Damit kannst du keine Autos abruppen. Jetzt ist er lieber gebraucht. Ja, aber hier ist keiner. Wahrscheinlich kriege ich den, wenn ich den Typen da oben umnurkle. Oh, nehmen wir den. So, und dann gab es auch hier Key-Items. Ah. Okay, ich verstehe. Können wir das ja nochmal versuchen. Läuft an. Nö, der will immer noch nicht. Repair. Haha. Jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Wir brauchen dafür Kupfer. Kann ich sowas herstellen? Mal gucken. Ja, bestimmt nicht auf Tasche, wahrscheinlich in der Werkbank. Okay. Aber wir haben noch einen Lever. Den will ich jetzt nicht runter. Eben so gedreckt gesehen, so, hm? Das ist ja kaputt. Kupfer und Klebeband, das ist nicht so schlimm. Also das Klebeband nicht. Kupfer weiß ich noch nicht. Dann kann man bestimmt ganz bequem hier rein und raus. Allerdings hast du den Dicken da oben immer vor der, ne? Wie waren wir denn beim letzten Mal hier rausgekommen? Steck erstmal das Werkzeug weg. Okay. Also rausgezaubert hatten wir uns nicht. Genau. Und das. Okay, funktioniert. Kick, kick. Jetzt schon recht vorwärts. Da, zack. Obwohl ich den Weg durch die Tunnel eigentlich auch ziemlich cool finde, ne? Warum direkt mit dem Aufzug darunter? Ich meine, so viel liegt da jetzt auch nicht. Also mit Ressourcen ist er auf jeden Fall ziemlich geizig.
Zack, Junge, funktioniert gut. Naja, immerhin wissen wir jetzt, dass da noch was repariert werden muss. Habt ihr auch garantiert schon in die Kommentare geschrieben. Aber, ja. Na, ich kann ja so ein Spiel nicht nur 5 Minuten spielen. Bin dann schon richtig drin. Ja, Move. Was geht halt noch nicht. Da ist noch irgendwas. Kommt da noch. Müssen wir nur versuchen, lebend an dem Dicken vorbeizukommen. Moin. Ups. Und zack, yo. Ah, doch wieder da. Dann kommst du mit. Aber wenn du garantiert Kupfer bist. Na gut, bei dem Run hätte ich jetzt vorher mal auf meine Stamina gucken sollen. Aber halb so wild. Haben sie trotzdem geschafft. What the heck? Wer bist du? Was machst du? Wieso? Oh, der Scheiß. Shit. Willst du mal sterben? Nachladen. Rechte Maustaste, linke Maustaste, rechte Maustaste. Ätzend. Bei verloren. Arsch. Er hüpft mal da weg, danke. Wo ist mein Pfeil? Wieder daneben. Nur noch einen Ersatzfall. Idiot. Wie bist du überhaupt hier? War noch nie ein Zombie. Leck mich doch an der Futsch, Mann. Ja, und tot. So, jetzt aber zügig. Na toll. Oh nein. Okay. Safe Game an der Stelle war wohl. Bitte? Hoffentlich geht's jetzt, sonst habe ich ein Problem. Equip und Safe Game im Arsch. Ja, doch. Ne. Aleco mio. Ja, ich versuche das mal zu lösen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen.